Herzlich willkommen, liebe Zuschauer vom Deutschlandkurier. Ich darf wieder bei mir Oliver Kirchner, Mitglied der AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt und Fraktionsvorsitzender, begrüßen. Herzlich willkommen, Olli. Ja, danke schön. Olli, in den vergangenen Wochen gab es ja einige Demonstrationen von linksgrünen Gutmenschen gegen Rassismus und vor allem auch gegen die AfD. Und obwohl mittlerweile bekannt ist, dass Korrektiv weder faktenbasiert noch unabhängig ist, werden diese veröffentlichten Lügen weiterhin als Begründung für die AfD-Propaganda verwendet. Warum ist das deiner Meinung nach so? Naja, wir befinden uns ja in einem Wahlkampfjahr, welches schlimmer für die Altparteien nicht sein kann, da in Brandenburg, Thüringen und Sachsen gewählt wird. Und ich glaube, dass da natürlich alles aufgefahren wird, was man so aufzufahren hat. Und wenn ich jetzt gehört habe, dass die Korrektivchefin sich 2 Tage vor der Verwanzung der Bude, dort wo das alles mitgeschnitten wurde wahrscheinlich, mit dem Kanzler getroffen hat und 2 Mitarbeiter des Korrektivteams mit dem Bundeskanzleramt 8 Tage vor dieser Veranstaltung getroffen haben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass in so einem SPD-landesgeführten Innenministerium da in Brandenburg natürlich der Verfassungsschutz die Bude verwanzt und die Sachen, die dort gesagt wurden, weitergibt. Inwiefern das mal die Leute interessieren müsste, wie weit wir hier jetzt in diesem Land gekommen sind, das sind ja Stasi-Methoden, wie wir sie nicht haben wollen, dass private Treffen praktisch aufgenommen werden vom Verfassungsschutz oder von wem auch immer und dann an die Opposition damit nach unten gebracht werden soll. Also ich halte das für höchst schwierig und ich glaube, das ist wirklich dem geschuldet, dass wir das Wahlkampfjahr 24 haben, wo einige Ministerpräsidenten vielleicht ein blaues Abzeichen am Revers tragen könnten. Und ich sag mal, wenn die so ja so weit gehen, dass sie Björn Höcke die Grundrechte aberkennen wollen und jedem Vergewaltiger, jedem Massenmörder die Grundrechte lassen, dann zeigt das eigentlich, wie verkommen diese angebliche Demokratie in diesem Land hier ist. Ja. Du hast es ja bereits erwähnt, Korrektiv hat sich im Vorfeld mit der Bundesregierung getroffen, jetzt ist auch bekannt geworden mit Olaf Scholz. Gibt es ähnliche Verstrickungen auf der Landesebene? Kannst du da irgendwie was davon berichten, dass auch hier mit unsauberen Mitteln, sage ich jetzt mal, gearbeitet wird? Naja, wir haben ja immer wieder im Hintergrund die Grünen und in diesem Fall bei Korrektiv natürlich die SPD. So wie ich gehört habe, soll im Korrektivteam auch einige SPD-Mitglieder sein. Also da verstrickt und verfilzt und vermauschelt sich genau das, was zusammengehört. Und das ist hier in Sachsen-Anhalt ja nicht anders. Hier werden auch diese ganzen ja, Sozialverbände, die SPD-lastig sind, die AWO, und auch die Gewerkschaften, die linkslastig sind, werden hier ins Land geführt. Die machen jetzt am Samstag hier auf dem Domplatz eine Demo. Da spricht der Ministerpräsident, der eigentlich der Ministerpräsident aller sein soll und eigentlich die Landesregierung hier mit anführt, der spricht gegen die Opposition. Und hier werden, ja, das sind ja keine normalen Menschen, die da stehen. Das sind Gewerkschaftler, Funktionäre, ja, die gegen uns demonstrieren und vielleicht ein paar Leute, die wirklich aus dem Volk kommen. Und das lässt mich eigentlich wirklich kalt, also weil das ist nicht die bürgerliche Mitte, die demonstriert, sondern das sind Funktionäre, die dort demonstrieren und auch dazu aufgerufen werden, dort zu demonstrieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sich dann auch noch die Kirchenvertreter mit einfinden, also wie ich gehört habe, soll der evangelische Kirchenvertreter und der katholische hier auch auf dieser Demo gegen rechts sprechen, obwohl das politische Spektrum von der Mitte nach links und nach rechts alles beinhaltet und eigentlich dagegen gar nicht gesprochen werden kann, weil es zum politischen Klima gehört, auch das Rechte, ja, dann halte ich das für schwierig. Und ich glaube, dass diese Leute gerade aus den Kirchen sich wirklich mal wieder mit der Kirche beschäftigen sollten und vielleicht auch mit ihren pädophilen Vergangenheiten, die sie da so haben, da haben die genug zu tun. Und dass solche Leute, die das noch nicht bis heute ordentlich aufgeklärt haben und Kinderseelen gebrochen haben, sich auf eine Bühne stellen und gegen die Opposition hetzen, also das hat mit einer Kirche, wie ich sie kenne, aus der orthodoxen Kirche in Russland oder in Moldawien, wo ich ja auch zugegen bin, nichts mehr zu tun. Also das hat mit Kirche gar nichts zu tun, das ist politisch. Und ich weiß, die Kirchenvertreter hören das nicht gern, aber auch schon zu den schwierigsten Zeiten dieses Landes hat die Kirche immer mit den Machthabern zusammengearbeitet und das ist heute genau noch so. Und deswegen gehen auch so viele aus der Kirche raus. Ja. Ja, du hast es auch bereits erwähnt, wir befinden uns quasi in einem Superwahljahr und es stehen ja neben der Europawahl auch Landtagswahlen und Kommunalwahlen an. Rechnest du mit weiteren Kampagnen gegen die AfD und wenn ja, hast du eine Vermutung, wo die Reise hingeht?
Also ich glaube, dass die Kampagne etwas später gezündet werden sollte, die jetzt gerade läuft. Die hat man aber jetzt gezündet, weil die Bauernproteste natürlich auf den Straßen waren und weil man natürlich nicht wollte, dass noch weiter diese defekte Lichtsignalanlage in Berlin in die Ecke getrieben wird. Deswegen hat man das Ding jetzt gezündet. Aber ich glaube, dass da noch ganz andere Sachen kommen werden. Da werden sich an unseren Spitzenkandidaten abarbeiten und an den Leuten, die da auf den Listen stehen. Das wird alles noch kommen und darum bitte ich auch die Bürger, sich nicht verarschen zu lassen und hier wirklich gerade zu bleiben, aufrecht zu bleiben und auch unsere eigenen Parteimitglieder hinter ihren und sich vor die Leute zu stellen und hinter ihren Leuten noch zu stehen und sie zu unterstützen, weil wer mit solchen Lügen jetzt schon anfängt, das wird ja bei der späteren Berichterstattung nicht anders werden. Das wird ja noch schlimmer werden. Und da müssen wir einfach dagegen halten. Aber ich glaube, dass die Menschen da draußen noch begriffen haben, dass hier mit ganz unlauteren Mitteln gearbeitet wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sehen es ja in Thüringen. Also in Thüringen gesichert rechtsextrem, werden Leute verwanzt, da werden die Telefone abgehört. Das ist ja nicht nur so, dass man da Privatgespräche abhört, da hört man ja auch die Funktionäre ab, die dann wiederum per Telefon vielleicht miteinander kommunizieren, wie der Wahlkampf aussieht, wie viel Gelder in die Hand genommen werden, was für Kampagnen gefahren werden. Das landet dann zum Schluss alles auf dem Tisch des Innenministers in Thüringen, der dann wiederum sich darauf einstellt. Das ist also ein Eingriff auch in die Wahl und ins freie Mandat. Und sowas hat es also meiner Meinung nach nicht meiner DDR-Zeit gegeben. Wirklich übel. Jetzt ist es ja auch so, dass Friedrich Merz bekannt gegeben hat, Friedrich Merz von der CDU, dass er sich eine Koalition mit den Grünen vorstellen kann. Zum Abschluss würde ich dich gerne bitten, deine Gedanken zu dieser Aussage oder zu diesem Statement in drei Worte zusammenzufassen. Tja, das ist alles großer Mist. Möchte ich mal so sagen, weil wir hatten das ja hier, CDU und Grüne, schon zusammen in einer Landesregierung und das passt vorne und hinten nicht. Das ist auch die Bauern haben darunter gelitten, dass sie eine grüne Ministerin hatten. Sowas braucht kein Mensch. Die Grünen braucht sowieso kein Mensch. Und wenn ich mir jetzt angucke, wo die überall stehen in den ostdeutschen Landesverbänden mit den Prozenten, die jetzt gerade in den Umfragewerten sind, dann werden die vielleicht an dem einen oder anderen Landesparlament gar nicht mehr vorhanden sein, was ich begrüßen würde, weil wir haben ja selbst hier einen Striegel bei uns im Parlament, der sich den Volkstod der Deutschen durch Zuwanderung gewünscht hat. Also solche Leute gehören in kein Parlament, die gehören eigentlich ja gar nicht in ein demokratisches Spektrum. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ich bedanke mich zum Abschluss für diese knappen und sehr einleuchtenden Worte auf jeden Fall. Bedanke mich bei uns in Deutschlandkurier Zuschauern und sage bis zum nächsten Mal. Ja, ich sage auch danke beim Deutschlandkurier. Weitermachen, behaltet euch das Format. Das ist wunderbar. Besten Dank. Danke.